Patrick, nachdem euer Gegner nur noch zu zehnt auf dem Platz stand und das ziemlich früh, habt ihr zum Schluss eigentlich schon das Siegtor auf dem Fuß gehabt. Das hat leider nicht geklappt. Ja, das ist richtig. Wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit vor allem mehr Druck auszuüben. Aufgrund dessen, dass sie ja ein Mann weniger sind, haben es leider nicht geschafft. Letztendlich muss man dann sagen, hat sich der ASV verdient, diesen Punkt. Wir haben einfach dann viel zu wenig gemacht in der zweiten Halbzeit. Nach der Winterpause, in was für einem Zustand ist die Mannschaft? Was meinst du? Ja, der Zustand von der Mannschaft ist gut. Wir haben uns optimal vorbereitet. Wir haben gegen Strümpfebrunn jetzt 7-1 gewonnen und möchten natürlich unsere Serie fortsetzen zu Hause. Und letztendlich hoffe ich natürlich, dass das eine positive Rückrunde wird. Euer Trainer hat ja vor kurzem verlängert. Was kannst du da aus deiner Sicht, aus Mannschaftssicht dazu sagen? Ja, also wir freuen uns natürlich alle, dass er verlängert hat. Und der Verein wird jetzt in den nächsten Wochen Gespräche führen mit den ganzen Spielern. Und, aber von der Mannschaft her, wie ich schon gesagt habe, sind wir alle sehr froh, dass der Patrick und der Ruben verlängert hat, weil es einfach eine gute Zusammenarbeit mit den zwei ist. Das nächste Spiel ist gegen Zuzenhausen. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Ja, ich denke, es wird nicht einfach. Allerdings spielen wir zu Hause. Wir möchten die 3 Punkte in Aue behalten und hoffen natürlich, dass es so ist. Wir werden dafür alles geben und ja, hoffen natürlich, dass wir weiter oben beziehungsweise weiter nach oben in der Tabelle klettern. Patrick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank auch.